Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Zuallererst muss ich mal verkünden, was ich jetzt ab sofort ändern werde. Und zwar, Dragon Quest Builders 2 wird jetzt immer kommen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt Big Farm Story mal ein bisschen zurücksetze. Es sollen trotzdem noch zwei Parts kommen, also immer am Donnerstag und am Sonntag. Und in den anderen Tagen wird dann Dragon Quest Builders hier weitergehen, weil ich einfach so die Lust habe, hier weiterzubauen, dass ich einfach mehr produziere, als was ich ausstrahle. Also im Grunde produziere ich immer ganz gut vor. Und ich möchte dann natürlich auch nicht zu sehr hinten dran hängen mit meinen Aufnahmen. Von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass quasi 5 Parts jede Woche kommen. Gut, ich denke mal, den einen oder anderen wird es freuen. Vielleicht den einen oder anderen nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt dazu entschieden und so werde ich das jetzt auch tun. So, warum ich gerade an der Stelle anfange, ist ganz einfach der Hintergrund, dass ich hier was Bestimmtes hermachen möchte. Zum einen, ihr seht ja, ich habe dieses Schild hier in der Hand. Allerdings soll das hier mit her. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das möglichst nach oben bekomme. Ich glaube, das ist so ganz gut. Ja, das macht sich an der Schmiede eigentlich nicht einmal so verkehrt. Jetzt wollte ich nur eine Sache mal austesten, weil das weiß ich jetzt nicht, ob das funktioniert. Ich möchte nämlich mal ein Schild machen, und zwar dieses Waffenschild. Das Ladenschild, Herbergsschild. Sag bloß, ich kann dieses Waffenschild nicht herstellen. Hammer der Hela-Schild. Waffenladenschild. Und Mithril. Und das Waffenladenschild, wo habe ich das? Das müsste ja normalerweise dann auch hier in dem Karree sein, weil das ist ja auch ein Wandhänger. Habe ich anscheinend auch noch nicht freigeschaltet. Ich wollte jedenfalls mal hier dieses Waffenschild machen und das wollte ich dann hier reinhängen. Aber okay, ist es halt nicht, dann ist es halt nicht so. Dann bleibt es halt einfach nur die Schmiede. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar rein, weil ich möchte nämlich. Also zum einen, das hier war neu. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe einige Sachen neu abgebaut, die ich noch nicht hatte. Den brandgezeichneten Baum. Dann auch den schwelenden Strauch. Ich habe den Felssporn und den riesigen Felssporn abgebaut. Genauso den magischen Vorsprung, oder besser gesagt diesen Kristall, den wir ja auf den ja, hier auf den Landen finden können. Hatte ich auch noch nicht abgebaut mit dem Ultihammer. Dann haben wir noch den Kieselhaufen, den Erdhaufen und diese beschädigten Barrikaden. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das sind die Dinge, die ich noch abgebaut habe, während ich jetzt halt hier so auf Tour war. Halt, jetzt warst du doch gerade drin. Hier, zack. Die wollte ich nämlich mal gucken, wie das ist, wenn ich die da hinten mit platziere. Quasi wie so ein Erdhaufen, weil ich das ja quasi ausgebuddelt habe. Das wollte ich jetzt halt hier mal so machen. Oh, doch. Finde ich in Ordnung. Ich bin immer gespannt, so was für Meinungen von euch da kommen. Weil, wie gesagt, ich habe schon vorproduziert, weil ich einfach so den Spaß dran habe. Naja, gut. Ist halt einfach so. So, aber jeder, der das Spiel auch macht, der weiß, wie man da sich drin rein verfangen kann in dieses Spiel. So, ich habe nur noch eins von diesen Dingern hier. Es wundert mich aber, ehrlich gesagt, habe ich so wenig hergestellt? Naja, gut. Machen wir halt noch ein paar. Das macht ja nichts. So, weil ich brauche auf jeden Fall irgendwelche Abgrenzungen. Mich wundert es nur, dass hier die Steindinger nicht. Ich weiß nicht, wann ich die bekommen werde. Machen wir mal 10 Stück. Oder machen wir mal 9 Stück. Dann haben wir 10 Stück. So, dann muss ich mal gucken ganz kurz, was ich so noch im Inventar habe, was ich jetzt nämlich brauchen werde. Und zwar brauche ich. Ich müsste da eigentlich.
Einiges haben. Holzverschanzung. Dann Lichter auf jeden Fall. Wir brauchen... Ich weiß nicht... Na, die Fässer lasse ich jetzt erstmal drin. Kiste brauche ich keine. Brunnen brauche ich keinen. Ich könnte mal... Ah ja, die hier. Die hier. Müssen wir mal gucken. Ein Teil kann ich noch mir schnappen. Die habe ich im Grunde übrigens auch mir geholt. Also da habe ich das Schiff so ein kleines bisschen zerlegt, muss ich zugeben. Nehmen wir mal das noch mit. Das da. Das da nehmen wir noch mit und dann sollte es erstmal das gewesen sein. Den Rest können wir ja dann immer noch, wenn ich noch irgendwas brauchen sollte, können wir dann immer noch holen. Ich könnte allerdings auch, weil die Leitern brauche ich nicht, dann lieber das mal so machen. Ja. Gut. Jetzt bin ich eh mal gespannt. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, dann müsste ich ab hier, ich muss mal gucken, wie das ausgeht. Ah, das geht sogar ideal aus. Das müsste jetzt nämlich ein Platz werden hier. Gigantischer Platz. Weil ich nämlich... Muss ich jetzt noch mal gucken. So, nur dass ich das mal auf der Pfanne habe hier. So, das sind ja 25. 50, das heißt also, das sind 60. Dann könnte ich sogar... Und das weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das zählt. Nimm mal nochmal weg. Also sorry, dass ich das jetzt nochmal wegmachen muss. Der wird jetzt natürlich wieder verschwinden, der Platz, ist klar. Jetzt hoffe ich nur, dass das... Weil hier kann ich es nicht platzieren, dass das hier zählt. Ja. Also ich hatte nämlich ein bisschen Bedenken, dass die Ecke eventuell mir Probleme macht, aber das passt. Gut, dann haben wir da einen gigantischen Platz. Das da zählt nämlich nicht mit dazu. Ne, das geht ja nur immer ein oder zwei so Dinger hoch. Also von daher kann man das gut und gerne lassen. So, wir brauchen... Schau mal, wie ich das mache. Das könnten wir dann dahin machen. Dann machen wir mal hier so ein Püppchen hin. Wir machen... Ja, wir machen das hier so hin. Ich glaube, das gigantischer Trainingsraum. Okay, das ist schon mal nice. Das ist schon mal nice. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich da ein bisschen Beleuchtung noch mit herbringen kann. Vielleicht hier neben die Tür. Vielleicht auch da noch. Genau, dann habt ihr nämlich auch einen Platz, um hier ein bisschen zu trainieren. Genau. So ist brav. So ist es hervorragend. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal... Wie viel habe ich denn davon? Eigentlich hier, ne? Das wären 1, 2. Da sind es 3. Dann würde ich sagen, machen wir da nochmal eine hin. Ich weiß jetzt nur nicht, inwiefern das zählen wird, aber wir haben hier auf jeden Fall einen guten Trainingsplatz. So, die Lampen können eigentlich weg, die Dinge können weg. Ich schau mal ganz kurz in den Baualmanach und zwar in die Räume. Gruppenschlafzimmer, Baumhäuser. Baracke haben wir jetzt. Das sind ja die zwei hier, die hab ich noch nicht ganz fertig. Die Kaserne haben wir. Okay. Dusche, malerisch, Küche. Küche müssen wir jetzt dann auch einmal machen. Es fehlt natürlich noch einiges, wie man sieht, ganz klar.
Handelsstation, Entspannungsraum, schäbiger Thronsaal hatten wir ja schon, Beschwörungsraum, gruseliges Gewächshaus, Skulpturengalerie haben wir schon. Da gibt es aber, glaube ich, auch nochmal zwei oder sogar drei. Bin mir jetzt nicht sicher. Die Zelle haben wir. Kammer des kühlen Nasses haben wir erst gebaut. Ach ja, Kammer des kühlen Nasses, da waren wir ja mal auf Grünlande. Da brauche ich natürlich den Spiegel dazu, dass ich die Katze verwandeln kann. Das habe ich leider total vergessen. Also danke auch für den Hinweis noch, der da in dem Kommentar war. Bin ich äußerst dankbar für sowas, wenn ich das total verpeile. Aber gut. Ich weiß gar nicht, zählt das eigentlich hier als... Nee, ich lasse das. Ich mache jetzt halt nichts mehr. So. Ich würde gerne... Das hier draußen gehört ja noch alles mit zum Schloss. So, und es gibt Dinge, die ich da gerne ändern wollen würde. Zum einen brauchen wir natürlich hier einen vernünftigen Boden, das ist schon mal ganz klar. Deswegen werde ich auch hier mal so ein kleines bisschen tauschen. Den da vielleicht noch, weil den sieht man nämlich. So. Dann würde ich auch gerne dich da noch tauschen. Die da natürlich tauschen. So, das soll nämlich vor dem Schloss, soll das natürlich ein kleines bisschen... Da muss ich jetzt leider dahin. So, und ich denke, das ist auch als... Es ist auch ganz gut so. Ich hoffe nur, ich habe genug Steine, dass ich das wirklich bis rüber ziehen kann. Oh! Fehlt mir da eine... Nee, Balliste steht drin. Die steht nur recht weit hinten, finde ich. So, jetzt warte mal. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eins drunter gehen. Und auch hier nochmal eins drunter gehen, weil man sieht nämlich den... Ja, diesen Kalkstein. Und das möchte ich nicht. So. Gehen wir erst mal rüber und dann gehen wir wieder zurück. Halt, nur eins bitte. Gut, dann hätten wir nämlich auf jeden Fall schon mal den Teil hier vorne am Schloss ausgetauscht. Hier draußen wird noch ein bisschen was anderes gemacht. Ja, das ist außerhalb, alles klar. Dann warte mal. Okay, das gehört auch noch zum Schluss. Und hier hört's auf. Mir geht's nämlich auch genau um diesen... Das gehört noch rein. Und das nicht mehr, okay. Dann muss ich den Stein dahin setzen, dass ich das genau weiß. Okay. Den muss ich jetzt mal da lassen. Das ist nämlich im Grunde meine Markierung, weil das hier noch alles dazugehört. Dann werden wir das mal so machen, dass ich tatsächlich das hier noch so rummache. So, und... Nur der Vollständigkeit halber, dass ich das nicht... Dass es nicht ganz so doof ausschaut, mache ich das jetzt halt hier auch so. So, nicht wundern, dass ich den jetzt wieder rausmache, aber es ist klar, wenn ich da jetzt halt noch das Ganze tausche. So, dass das einfach hier. Ach komm, mach.
wirst du doch wohl den einen Stein bergen können. Aber das andere ist auch... Warte mal. Geh hier rein. Machen wir das jetzt einfach mal aus der Ego. Der hier weg und der hier weg. Und dann machen wir da nämlich nochmal zwei solche Dinger. So, hier soll der rote rein. Dann haben wir das nämlich hier wirklich als Grenze. Und ich glaube, dass ich ein Bett brauche. Oh, verdammt. Ich hoffe, ich habe jetzt eins einstecken. Habe ich ein Bett einstecken oder muss ich jetzt tatsächlich nach innen? Na gut, ich muss nach innen. Geht ja recht schnell. Halt, da. Und schlafen wir jetzt halt erst einmal, weil ich möchte draußen die Musik haben. Man sieht es natürlich auch oben an den Einblendungen, aber ich gehe da auch immer ein bisschen nach der Musik, die mit eingeblendet wird. Und vor allem, wenn es Tag ist, dann sieht man doch ein bisschen mehr. So. Lass mal davor gehen. Man sieht es ja oben auch. Also jetzt halt haben wir gerade oben die Herzen eingeblendet und das Gebäude maximal. So, und hier ist es ausgeblendet. Und hier ist es auch noch drin. Hier ist es ausgeblendet. Also von daher wissen wir, wo die Grenze ist. Und darum geht es mir jetzt nämlich auch. Und zwar, das soll ja im Grunde so... Also wenn man jetzt nach einem Schloss geht, dann ist ja eigentlich meistens vorne dran eher so die Bauern, sage ich jetzt mal. Da nochmal prüfen. Und da möchte ich es auch noch mal ganz kurz... Moment. Du kommst weg. Die kommt weg. Okay. Da ist es wahrscheinlich dann auch genau der Block. Ja. Und genau hier ist nämlich raus. Also mache ich auch den natürlich den Block hier raus und dafür den hier rein. Dann haben wir das markiert. Optimal. So. So, das ist dann jetzt echt, oder? Warte mal. Ja, dachte ich mir, weil der ändert sich ja dann in dem Fall auch. So, dann bin ich auf Nummer sicher. So, hier draußen sind im Grunde dann so ein bisschen die Felder und die... Ja, eher so das, naja, früher hat man gesagt, das niedrige Volk, eben die Bauern, die sich im Grunde darum gekümmert haben, dass der König einen warmen Arsch hat. Habe ich das jetzt gesagt? Ja. Und einfach ihn quasi versorgt haben mit Essen und so weiter. So, von daher würde ich gerne das hier draußen ändern, erstmal komplett in Erde. So, wir haben auch recht viel. Habe ich das jetzt? Doch, das passt schon. So. Wie ich das dann später noch genau ändern werde, ich kann es noch nicht sagen. Jetzt vorerst würde ich gerne mal die komplette Fläche im Grunde als eine ganz normale Erde machen. Ich kann immer noch Wiese und so weiter ja einsetzen, das ist auch ganz klar. Aber jetzt würde ich das quasi erstmal als einen vernünftigen Platz definieren. Okay. Bis dahin. Drei Rollen.
4. 5. Wow. Also die Fläche ist definitiv groß. Also was alles wirklich zum Schloss gehört, ne? Zu diesem Mondbach. Mondbach ist nicht klein, muss man wirklich sagen. Also Mondbach hat gehörige Fläche. Alles klar, ich werde es mal ganz kurz austauschen, alles, dass es einheitlich ist. Es ist doch eine ganz schöne Menge, muss ich sagen. Also, wow. Es sind auf jeden Fall ja über 2000 Blöcke. Okay. Okay, na gut. Aber zu Hause werden wir das auf jeden Fall unterbringen, denke ich mal. Und wenn ich einen Berg wegklopfen muss, das wäre mir dann ehrlich gesagt auch egal. So. Jetzt sortiere ich erstmal die hier wieder aus. Dann brauche ich, also aktuell brauche ich keine Burgmauern. Das können wir uns wirklich komplett sparen. Ich würde nämlich jetzt gerne, und zwar brauchen wir hier auch eine Scheune. Von daher würde ich sagen, ich nehme ja mal die Sachen hier so raus. Ich nehme auch mal die raus, die muss ich im Übrigen auch noch bei der Schmiede einsetzen. Deswegen nehme ich mal gleich mal alles raus. Was ich jetzt äußerst interessant fand, war die Schlachtfelderde. Die hatte ich noch gar nicht. Die habe ich jetzt halt auch durch den Tausch hier eingesammelt. Also auch wieder ein neuer Block. Finde ich ultra interessant. So, wir brauchen... Ich würde sagen, ich nehme auch mal die Dinger hier raus. Wir nehmen ja die Türen raus, wobei ich die dann später auch nehmen könnte. Mal gucken. Also wir brauchen ja einiges. Auch die Töpfe brauchen und so. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal eher auf den Bau des Ganzen. Bevor ich jetzt hier anfange mit irgendwelchen Deko-Gegenständen. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Ich überlege natürlich schon, ob ich hier nicht alles noch mit Erde mache, sodass wir auf der gleichen Breite sind wie jetzt das Schloss, weil das Problem ist, dass wenn ich hier außerhalb baue, dann zählt das nicht für das Schloss mit. Von daher muss ich das im Grunde auch machen, dass wir hier dass wir hier innerhalb bleiben. So, die Scheune. Ich würde gerne die Scheune mit so einem Boden hier auskleiden. Ich würde auch gerne eine etwas größere Scheune machen, aber eben nicht zu sehr in die Breite, sondern eher genau so ein bisschen andersformig. Warum nicht? So, dann würde ich sagen, ich wechsle mal ganz kurz wieder das Werkzeug, dass wir hier mal so den ein oder anderen auch mal hier reinmachen mit so einem brüchigen. So, dann haben wir 6 Stück davon, dann könnten wir das ist ungerade Zahl, ne? Ja, warum nicht? Die Tür ist 2 breit. So. Und hier würde ich sagen, machen wir... Überleg. Okay, von den Dingen haben wir nicht sehr viele. Also würde ich sagen, nehme ich das hier als untere Wand. Mal schauen, wie ich mich da anstelle jetzt halt mit dem Bauen.
So, hier soll die Tür rein. So, aber ich möchte hier und hier eher einen Durchgang haben. Wo sind sie jetzt? Jetzt suche ich wieder meine Begrenzungen, ne? Meine Bodenschwellen. Und ich schaue wahrscheinlich schon wieder 100.000 Mal dran vorbei und sehe sie nicht. Oder habe ich da gar keine mehr? Das kann jetzt natürlich auch sein, ne? Dass ich da gar keine mehr habe. Okay, Werkbank habe ich auch keine, was natürlich auch total doof ist. Das heißt, ich werde mir jetzt mal noch eine herstellen. Da. Da ist sie. Achso, da vorne ist die ja. Hier. Oh. Achso, da brauche ich Goldbarren dazu, ne? Ja, ist okay. Ich mache jetzt zwei Stück. Jo. Ich will nämlich hier nicht ohne so eine Werkbank rumhantieren. Und wenn es jetzt halt eh schon gerade Nacht ist, dann nutze ich doch mal die Gelegenheit, dass ich mich mal hier reinlege. So. Und weil ich nämlich nicht die ganze Zeit hin und her laufen möchte, nehme ich dieses Bett jetzt auch mit raus. So, du kommst jetzt einfach mal daher. Zack. Daneben stelle ich jetzt mal die Werkbank. So. Dann gucken wir mal. Ja, andererseits, wenn ich jetzt da eine Tür reinmache, ist ja auch dann doof, ne? Jetzt habe ich noch eine andere Idee. Na doch, wir können hier eine Tür reinmachen, allerdings für einen anderen Zweck. Da muss ich dann mal, ja, da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Damit schauen wir erst einmal noch, so zum Abschluss jetzt erstmal. Vier Stück habe ich doch noch. Wo hast du die hin? Da oben hast du sie nicht mehr drin. Ich habe schon wieder tausendmal dran vorbeigeschaut, ne? Das ist immer das, wenn man auf die Schnelle irgendwas sucht, dann sucht man. Dann schaut man auch da 100.000 Mal vorbei. So, wir machen da einmal raus. Dann gehen wir nochmal ins Bauen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das andere finde, was ich noch suche. Zum einen würde ich gerne noch davon welche herstellen. Ich mache jetzt da einfach mal 50. Wir haben 8 Stück, haben wir mal 40 Stück. Und dann würde ich gerne noch wo seid ihr? Oh je. Ich suche schon wieder was Bestimmtes. Ich will es aber jetzt auch nicht unbedingt. Ja, da. So, die nehme ich mal noch mit rein. Und dann würde ich gerne hiervon auch noch mal 20 Stück machen. So. Dann gehen wir nochmal rein ins Menü, weil dich brauche ich jetzt hier nicht mehr. Und euch nehme ich mal mit raus. Alles klar. So. Und damit würde ich sagen, mache ich für heute erst einmal Schluss. Es geht dann quasi morgen weiter. Ich hoffe jedenfalls schon sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch euch freut, dass ich das jetzt halt öfters bringe, also 5-mal die Woche, wie ich es am Anfang gesagt habe. Würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback da lasst und ja, ansonsten Like da lassen, Kommentar da lassen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!